Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Markus News auf Video. Ich hoffe, ja, dir macht Spaß zuzuschauen. Ich hoffe, es ermutigt dich. Ist gleich zum Anfang. Die letzten paar Wochen habe ich an der Website geschafft, welche du wahrscheinlich jetzt gerade anguckst, weil du siehst ja den Videopodcast. Und die habe ich jetzt endlich fertig, was ich auch ganz glücklich drüber bin, dass es jetzt erledigt ist. Ja. Das war so ein bisschen die Aufgabe für die letzten Wochen und jetzt in der nächsten Zeit arbeite ich mehr dran an der Vorbereitung vom Projekt von North Beach, um praktisch da die Feinheiten noch zu klären, wie zum Beispiel, wie soll man die Gruppen zeitlich strukturieren, wie soll man in die Gruppen die verschiedensten Themen einbringen und was sind da Idealthemen am Anfang. Und so Sachen einfach das ein bisschen erörtern und auch ein bisschen nachforschen noch, wie das am besten laufen tät. Ja, das ist so ein bisschen die Arbeit für die nächsten Wochen. Visummäßig hat sich immer noch nichts Neues getan, was langsam echt, ja, es ist manchmal schwierig, wenn du da vor der Situation stehst, aber dann denke ich, gut, Gott weiß, was er tut, weil er könnte das Visum easy reinbringen und es wäre ganz schnell da, aber das ist jetzt gerade nicht sein Plan und ich vertraue ihm einfach und weiß, sein Timing ist das Beste. Und jetzt kommen wir einfach zu den Gebetsanliegen. Ich bitte dich einfach darum, dass du für betest für die Visumsituation, dass das voll zusammenkommt. Und dann die Situation mit North Beach, dass Gott mir einfach die richtigen Ideen gibt und die richtigen Pläne gibt, um die Arbeit zu starten und um einfach da die Struktur reinzubringen. Und das nächste ist dann die Wohnung von North Beach. Wir suchen ja nach einer Wohnung, dass Gott uns da einfach die richtige Wohnung zeigt. Dass wir da ja eine Wohnung haben, wo perfekt ist für die Gruppe, um für die Leute zu kommen und auch da zu sein. Also da, das ist wirklich ein schweres Gebetsanliegen. Und dann auch die Leute, welche Leute sollen zur Arbeit kommen, welche Leute sind bereit, um praktisch von ihrer Einsamkeit frei zu werden. Ja, ich bitte euch einfach darum, dass ihr dafür betet, dass Gott uns einfach Klarheit gibt, welche Leute sind für die Gruppe fertig oder welche nicht. Dass wir da einfach die richtigen Entscheidungen treffen können. Dann haben wir noch die Situation mit Finanzen. Wir brauchen nur einiges, um praktisch die Arbeit zu starten. Aber ich weiß, Gott ist treu und ich weiß, er wird dafür sorgen, aber wenn ihr einfach dafür beten könnt, das wäre einfach super. Und vielleicht da helfen könnt, die Arbeit ein bisschen zu bewerben, dass ihr einfach irgendwelche Leute im Bekanntenkreis von der Endloneliness-Arbeit erzählt. Website habt ihr ja alle, das ist auch ein Link auf der Markus News-Seite. Und ja, so das sind so ein bisschen die Gebetsanliegen. Sonntag war ja Valentinstag, Riesenfeiertag in Amerika, Feiertag der Liebenden sozusagen. Überall Schokoladenherzen, überall Rosen, überall die verschiedensten Sachen. Also es ist tonnenweise in jedem Laden. Und die Leute schenken das sich gegenseitig. Ja, ich liebe dich. Also praktisch als Zeichen ihrer Liebe zeigen sie, okay, hier Schachtelpralinen oder Rose. Und die Sache hat mich relativ nachdenklich gemacht, letzten Sonntag. Weil ich habe drüber nachgedacht, wir haben einen Vater, der uns liebt ohne Ende. Gott liebt ja jeden Einzelnen von uns. Ohne Ende. Also es gibt praktisch kein Ding. Und dann haben wir die Frage gestellt, okay gut, Gott liebt uns ohne Ende. Aber dann, ein Vater, der hat ja auch einen guten Plan für uns. Und manche Sachen, dann muss er halt einfach sagen, okay gut, stopp, du bist noch zu weit, langsam. Zum Beispiel, wenn man jetzt als kleines Kind denkt, jetzt müssen wir uns im Fahrrädchen unterwegs und fahren den Berg runter, wird unser Vater sagen, du, nicht den Berg runterfahren. Und man wird vielleicht in dem Moment sagen, ja genau, weil du das weißt, aber wir fahren den Berg runter, das ist doch schön, das ist schnell und macht Spaß und alter Spielverderber. Aber der Vater weiß natürlich, dass wenn wir den Berg runterfahren, dass der unter Hauptstraße ist. Und wenn man in die Hauptstraße reinfahren, dann besteht eine gute Chance, dass man von irgendeinem Auto erwischt wird. Und dass es einfach nicht gesund ist für uns, wenn man da überrollt wird dann. Aber wenn ich darüber nachdenke, Gott macht manchmal das Gleiche mit uns. Manchmal sind wir vor Situationen in unserem Leben, wo wir vor einem neuen Job stehen oder vor einer Entscheidung im Leben und dann klappt es einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber die Sache ist halt die, Gott hat den Überblick. Gott weiß wieso nicht. Er weiß, wow, okay, ich bin der liebende Vater, ich weiß wieso die Sachen nicht funktionieren. Und manchmal legt er uns einen Stein weg und sagt, nee, jetzt noch nicht, stopp. Und ich bin ja gerade in einer Situation, wo ich da drin stehe, wo ich sagen kann, okay gut, mein Visum, ich warte drauf, aber ich kann es nicht wirklich beeinflussen und Gott hat einen Plan dafür. Und das ist einfach die Sache. Und ich denke,
wenn wir uns da mal drüber klar werden und überlegen, unser Vater im Himmel, der weiß, was das Beste für uns ist. Der weiß, welche Situation die beste für uns ist. Und er macht alles aus Liebe. Das verändert einiges an der Sichtweise. Ich denke, wir sehen ganz anders, wieso manche Situationen laufen, wie sie laufen. Weil Gott weiß wirklich, was am besten für uns ist. Und genau in dem Punkt denke ich an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was passiert? Der Sohn kommt heim, hat einiges verbockt, hat echt Mist gebaut und läuft Straße entlang. Der Vater hört von seinem Knecht, hey, dein Sohnemann läuft da unten auf der Straße, der kommt. Was passiert? Vater rennt aus dem Haus auf den Sohn zu. Was denken wir erstmal? Ja gut, der rennt auf ihn zu und haut ein paar Backen an, weil er so viel Mist gemacht hat. Nee, der nimmt ihn in die Arme, weil er ihn so sehr liebt. Er guckt nicht an die Situationen, die falsch gelaufen sind. Er guckt nicht an alles, was da schlecht lief. Nee, er ist glücklich, dass sein Sohn da ist. Und wenn wir darüber nachdenken, das ist ein Wahnsinn. So sehr liebt uns Gott. Und genau an dem Punkt möchte ich dich einfach zum Nachdenken anregen. Denk drüber nach, wieso passieren Sachen in deinem Leben. Wir können es manchmal nicht beeinflussen. Wir können manchmal ist es nicht in unserer Hand und wir stehen einfach davor. Aber vertrau drauf, Gott hat einen Weg dafür. Gott weiß, wieso Dinge laufen, wie sie laufen. Und damit möchte ich einfach diesmal ermutigen. Denk drüber nach über den Punkt, du bist geliebt ohne Ende. Und du bist Gott ohne Ende wichtig. Vergiss das nie.